Der kleine Wassermann von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ulla Illerhaus. Musik Ingfried Hoffmann. Regie Annette Kurt. Teil 1: Donnerwetter, ist das ein Junge. Das Wassermannshaus war genauso wie andere Häuser auch, nur viel kleiner. Es hatte eine Küche und eine Speisekammer, einen Wohnraum, eine Schlafstube und einen Flur. Die Fußböden waren sauber mit weißem Sand bestreut. Vor den Fenstern hingen grüne Vorhänge, die waren aus Algen und Schlingpflanzen gewebt. Und natürlich waren alle Räume, der Flur und die Küche und auch die Speisekammer, voll Wasser. Wie konnte das anders sein, wenn das Haus auf dem Grunde des Mühlenweihers stand? Heute musst du ganz leise sein. Wir haben nämlich einen kleinen Jungen bekommen. Was du nicht sagst? Einen richtigen kleinen Jungen? Ja, einen richtigen kleinen Wassermann. Aber bitte zieh dir die Stiefel aus und sei leise, wenn du hineingehst. Ich glaube, er schläft noch. Da zog sich der Wassermann seine gelben Stiefel aus und ging auf den Zehenspitzen ins Haus. Na, wie gefällt er dir? Der kleine Wassermann-Junge lag in einem Binsenkörbchen. Er hatte die Augen geschlossen und schlief. Seine Fäustchen lagen rechts und links von dem dicken, roten Gesicht auf dem Kopfkissen. Das sah aus, als hielte sich der kleine Wassermann die Ohren zu. Ein bisschen klein ist der Junge. Aber sonst gefällt er mir eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5. Was zählst du denn? Ich zähl bloß, ob er auch alle Finger hat. Oh, und sieh nur, die strammen Beinchen. Wenn er größer wird, soll er ein paar schöne gelbe Stiefel bekommen. Und eine schilfgrüne Jacke und braune Hosen und eine knallrote Zipfelmütze. Psst! Ja, ja, ja. Am besten gefallen mir seine Haare. Du weißt ja, ich habe mir immer schon so einen kleinen Jungen mit grünen Haaren gewünscht. Du, sei vorsichtig, was machst du denn jetzt wieder? Lass mich nur, ich muss nachsehen, ob er auch Schwimmhäute zwischen den Fingerchen hat. Das ist wichtig für ein Wassermannkind. Oh, jetzt hast du ihn geweckt. Du, schau, siehst du das? Siehst du es auch? Also hat er wohl doch Schwimmhäute zwischen den Fingerchen. Ja, das auch. Aber jetzt weiß ich sogar, was für Augen er hat. Sie sind grün. Es sind richtige Wassermannsaugen. Und der Wassermannvater hob seinen kleinen Wassermann aus dem Binsenkörbchen und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Wir haben einen kleinen Wassermann. Wir haben einen kleinen. Und dann tanzte er mit ihm herum, dass die Schilfwände wackelten und der weiße Fußboden nur so wirbelte. Da kamen die Fische von allen Seiten herbeigeschwommen und schauten mit ihren Glotzaugen zu den Fenstern herein. Der kleine Wassermann strampelte vergnügt mit Armen und Beinchen. Und jeder, der es sehen wollte, sah auf den ersten Blick, dass es wirklich ein richtiger kleiner Wassermann war. Was meinst du? Es gehört sich doch wohl, dass wir dem kleinen Jungen zu Ehren ein Fest geben, oder? Ja, das gehört sich wohl. Ein Fest für unseren kleinen Wassermann, das wäre schön. Da werde ich gleich morgen die ganze Verwandtschaft dazu einladen, damit wir ihn allen zeigen können. Wirst du was Leckeres kochen und braten, dass wir auch etwas zum Schnapulieren haben? Der Wassermann ging also am nächsten Tag die Verwandten einladen und denen, die weiter weg wohnten, schickte er Fische als Boten. Und die Wassermannfrau rührte bis zum späten Abend in den Töpfen, schwenkte die Bratpfanne und klapperte mit den Schüsseln. 12 Wassermänner mit ihren Frauen, ein Brunnenmann. Und das Brückenweiblein von der St. Nepomuksbrücke. Mhm. Und. 27 Verwandte hatte der Wassermann eingeladen. Und 26 von ihnen kamen. Der Brunnenmann wohnte im Röhrbrunnen hinter dem Spritzenhaus. Er war schon sehr alt und trug einen weißen Bart. Die anderen Wassermänner und ihre Frauen kamen aus dem Dorfteich, aus dem Froschtümpel, aus der Entenpfütze, aus dem roten und aus dem schwarzen Flössel, aus dem Forellenwasser, dem Steinbach und noch 5 anderen Bächen. Seid uns gegrüßt! Ja. Es ist schön, dass ihr euch alle so pünktlich eingefunden habt, meine Frau und ich sagen allerseits besten Dank. Und wir hoffen auch, dass es euch schmecken wird. Da mussten sich die 12 Wassermänner und die 12 Wasserfrauen,
der Brunnenmann und das Brückenweiblein alle an den langen Tisch setzen, den der Mühlenweiher-Wassermann vor seinem Haus für sie aufgestellt hatte. Denn in der Wohnstube wäre es viel zu eng gewesen für diese große Gesellschaft. Der Brunnenmann mit dem weißen Bart bekam den Ehrenplatz in der Mitte. Ein Ehrenplatz für mich? Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. So, ihr Lieben, es geht los mit einer Suppe aus Wasserlinsen. Und dann gibt es ein Gericht von gebratenen Fischeiern mit gerösteten Algen. Danach tischte sie einen Salat auf, den sie aus eingelegter Brunnenkresse bereitet hatte. Und klein gehackten Dotterblumenstängeln. Kann ich davon mehr haben? Und wer dann noch immer nicht satt war, für den gab es zum Schluss noch eine ganze Schüssel. Gedünsteten Froschleich mit eingesalzenen Wasserflöhen. Das ist ja wunderbar. Du, sag mal, hast du denn deinen Schwager, den Moormann, nicht eingeladen? Der hätte doch auch mit dazugehört, oder nicht? Ich habe ihm meine schnellste Forelle als Botin hinaufgeschickt. Weiß der Hecht, weshalb er nicht kommt. Was meinst du, Brunnenmann? Er wird sich wohl auf der weiten Reise ein bisschen verspätet haben. Wie ich ihn kenne, kommt er bestimmt. Das kann er dir doch gar nicht antun. Aber sag mal, wie steht es denn jetzt? Willst du uns nun endlich den kleinen Wassermann zeigen? Zeig uns doch den kleinen Jungen. Wenn ihr wirklich schon satt seid, dann hole ich ihn. Aber gerade als er ins Haus gehen wollte, um seinen kleinen Jungen zu holen... Was war das? Was ist das denn? Da wurde es plötzlich so finster im Mühlenweiher, dass man nicht einmal mehr die eigene Hand vor den Augen sah. Es ist so dunkel hier. Keine Sorge, keine Sorge, das bin doch nur ich. Guten Tag, Moormann. Du hast uns aber einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der Moormann hatte, wie es seine Art war, einen tüchtigen Schwapp kaffeebraunen Moorwassers vor sich hergeschwemmt. Das war alles. Willkommen bei uns. Wir dachten schon, dass du ausbleiben würdest. Ich wollte gerade ins Haus gehen und unseren kleinen Jungen herausholen. Ja, hol ihn, hol ihn. Inzwischen werde ich rasch eine Kleinigkeit essen. Er langte mit seinen braunen Händen auch gleich in die nächste Schüssel. Es war die mit Dotterblumenstängel und Bohnenkresse-Salat. Und 1, 2, 3 war sie leer. Dann vertilgte er 1,5 Teller gedünsteten Froschleich mit eingesalzenen Wasserflöhen und tat sich danach an dem Rest von gebratenen Fischeiern gütlich. Fischeier. Man muss sich ranhalten. Das Reisen macht Appetit. Und so aß er und aß, bis der Wassermannvater mit dem Binsenkörbchen und dem kleinen Jungen wieder aus dem Haus kam. Der Moormann verschluckte sich fast vor Begeisterung. Donnerwetter! Nicht so wenig! Doch, einer so frisch! Ein Junge! Ein Prachtbote! Aber jetzt hört auf mit dem Durcheinandergerufe. Jetzt wollen wir unserem kleinen Wassermann Glück wünschen. Echt so? Ja. Glück, ja. Viel Glück, kleiner Wassermann. Gesund sollst du bleiben. Dein ganzes Leben, kleiner Wassermann. Kommt ein langes Leben. Und so wünschten sie schön der Reihe nach alles, was man als kleiner Wassermann brauchen kann. Der Moormann aber griff insgeheim in die Tasche und zog seine Flöte hervor. Er stand als letzter in der langen Reihe der Gäste. Ein fröhliches Herz sollst du haben. Und wie der Moormann dem kleinen Wassermann aufspielte. Dabei stieg aus jedem Flötenloch, das er aufdeckte, immer zugleich mit den Tönen ein dünner, bräunlicher Wasserfaden empor. Und weil sich der Moormann beim Spielen verneigte und wiegte und drehte, wehten die Fäden wie eine Schleppe der Flöte nach. Und es schien, dass sie tanzten. Komm, Brunnenmann, tanz mit mir. Aber na. Das tat der Brunnenmann. Und alle Wassermänner und Wasserfrauen nahmen sich an den Fäden ein Beispiel und tanzten mit. Lalalala.
plötzlich blieben sie alle stehen, wie angewurzelt, und staunten. Sie staunten den kleinen Wassermann an. Der war aus dem Binsenkörbchen herausgekrabbelt und schwamm nun mit Armen und Beinchen rudernd fröhlich um den Moormann herum. Ja, ist das möglich? Der Hemdenmatz schwimmt schon. Tja, wie du siehst. Schwimmen konnte der kleine Wassermann bald wie ein Großer. Er hatte ja zeitig genug damit angefangen. Auch sprechen lernte er rasch. Das alles geht bei den Wassermannkindern viel schneller als bei den Menschen. Es muss wohl am Wasser liegen. Darf ich raus, Mama? Nichts da, du bleibst schön hier drinnen, so klein wie du bist. Zuerst durfte er nur in der Wohnstube herumschwimmen. Später ließen ihn seine Eltern auch auf den Hausflur und in die Küche. Da guckte er seiner Mutter in alle Töpfe. Das sieht ja lecker aus. Raus da mit den Fingern, kleiner Wassermann. Aber am liebsten schwamm er an eines der Fenster, schob die Vorhänge zurück und schaute hinaus in das grüne Wasser. Hallo. Manchmal schossen die Fische dicht an den Scheiben vorbei. Hallo. Manchmal kam auch ein Teichmolch vorübergerudert. Hallo. Und manchmal sah er sogar seinen Vater oder die Mutter, wie sie gerade davon schwammen, oder zum Wassermannshaus zurückkehrten. Papa, warum darf ich nicht hinaus? Ja, warum? Weil man im bloßen Hemd eben nicht vor die Tür darf. Das schickt sich nicht. Also gut, ich werde dir etwas zum Anziehen besorgen. Du bist ja nun groß genug. Er brachte dem kleinen Wassermann gleich am nächsten Morgen... Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein paar funkelnagelneue Hosen von glänzender Fischhaut. Gut. Dazu... Eine schilfgrüne Jacke. Eine schilfgrüne Jacke. Eine knallrote Zipfelmütze. Eine knallrote Zipfelmütze. Und selbstverständlich auch ein paar richtige Wassermannstiefel aus gelbem Leder. Und richtige Wassermannstiefel. Der kleine Wassermann schlüpfte hinein. Aus gelbem Leder. Die Sachen passten wie angegossen. Hey, sieh nur. Jetzt haben wir keinen Hemdenmatz mehr. Wir haben von heute an einen Jungen, mit dem man sich überall zeigen kann. Wie gefällt er dir? Ach, es hätte ja wohl noch ein bisschen Zeit gehabt mit den Kleidern. Oh. Er ist doch erst ein paar Wochen alt. Aber ich weiß schon, irgendwann müssen die Kinder ja groß werden. Sicher, da hast du ganz recht. Und der schilfgrüne Rock steht ihm gut zu Gesicht, unserem Jungen. Ich wusste ja, dass dir der Junge gefallen wird. Na, dreh dich mal kleiner, damit ich Mama von allen Seiten bewundern kann. Ha? Schau dir die Mütze an. Passt sie nicht prima zu den grünen Haaren? Ja. Und erst die Stiefel. Die sind toll. Ja, ich habe sie eigenhändig zusammengeschustert. Sie sind aus dem besten und teuersten Leder gemacht, das ich auftreiben konnte. Das sieht man auch. Die Stiefel sind ganz besonders schön. Aber weißt du denn auch, was das Schönste ist? Was das Schönste ist? Jawohl, das Schönste ist, dass ich jetzt nicht mehr daheim bleiben muss. Dass ich endlich hinaus darf. Ich werde von nun an den ganzen Tag draußen herumschwimmen. Freust du dich denn gar nicht darüber, Mama? Schon. Aber nehmt mir es nicht übel. Ich glaube, ich muss in die Küche zurück, sonst brennt mir die Suppe an. Aber das sagte sie nur, weil sie spürte, dass ihr die Tränen kamen und weil sie den beiden nicht zeigen wollte, wie schwer es ihr wurde, den kleinen Wassermann schon aus dem Hause zu lassen. So, und nun wollen wir also zum ersten Mal miteinander ausschwimmen. Halte die Augen offen, mein Junge, damit du auch recht viel siehst und damit du Mama hinterher alles erzählen kannst. Bist du fertig? Ja, ich kann es gar nicht erwarten. Ja, das verstehe ich. Aber zuvor musst du noch deiner Mutter auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen, Mama. Bleib immer schön bei Papa, hörst du? Und zu ihrem Mann sagte sie? Tu mir den einen Gefallen und vergiss nicht, wie klein unser Junge ist. Denke daran, dass er heute zum ersten Mal ausschwimmt. Dann schwammen der große Wassermann und der Kleine zur Haustür hinaus. Und der kleine Wassermann schwamm an der Seite des Großen ein paar Mal rund um das Wassermannshaus herum. Und weil ja das Haus auf dem Grunde des Mühlenweihers stand, konnten sie auch darüber hinwegschwimmen und von oben in den Schornstein hineingucken. Mama! Juhu!
hörst du mich? Gleich kommt ein Fisch an dein Küchenfenster geschwommen. Gib Acht. Und dann schwamm er selber bis dicht an das Fenster heran, riss seine Augen gewaltig auf, schob die Unterlippe nach vorn, wie die Fische das immer taten, und glotzte die Mutter an, die gerade am Küchentisch stand und das Gemüse putzte. Genug jetzt. Zum Fischspielen hast du morgen auch noch Zeit. Ich denke, wir sollten uns nun auf den Weg machen. Er führte den kleinen Wassermann kreuz und quer durch den ganzen Weiher. Ah, Forelle Helga! Guten Tag. Guten Tag, Forelle Helga. Tagchen, Stichling Wilhelm. Guten Tag, Stichling Jeden Wilhelm. Jeden Fisch, den sie trafen, durfte der kleine Wassermann guten Tag sagen. Guten Tag, Schleier Inge. Er wollte sich auch die Namen der Fische merken. Guten Tag. Es waren einfach zu viele. Rasse Heinz. Er brachte sie bald durcheinander. Nein, nein, nein. Das war Rotfederhorst. Das ist mir am Anfang genauso ergangen. Darüber brauchst du nicht ungeduldig zu werden. Das gibt sich in einigen Tagen. Aber es lebten ja nicht nur die Fische im Weiher. Da waren die Molche, die Schnecken, die Muscheln und Würmer, die Käferlarven und Wasserflöhe und allerhand winzige Dingerchen, die man mit bloßem Auge kaum noch erkennen konnte. Oh je, Mine, ob ich all ihre Namen jemals behalten werde. Ich kann sie ja nicht einmal zählen. An manchen Stellen war der Boden dick verschlammt. Wenn die beiden zu niedrig darüber hinwegstrichen, wirbelten bräunliche Wolken empor und das Wasser verdüsterte sich. An anderen Stellen lag Kies, der schimmerte ihnen von weitem entgegen. Und wieder an anderen Stellen wuchs Gras. Das war Teichgras. Oh, ist das schön. Es wehte in langen Büscheln über den Boden hin und sah aus wie ein Teppich von lauter Wassermannshaaren. Was ist das da ganz unten, Papa? Das sieht schön aus. Nixenkraut ist das und Teichfäden, Wasserfeder und Tausendblatt. Wage dich nicht hinein, du bleibst hängen. Ich schwimm mal kurz hin. Ja, aber das doch... Bleibst du wohl... Aber da sah er auch schon, wie der Junge kopfüber im Dickicht der Stängel und Blättchen verschwand. Wirst du hierbleiben? Er versuchte, den Ausreißer bei den Füßen zu packen. Aber der Junge war schneller als er und der Wassermannvater behielt nur den linken Stiefel von ihm in der Hand. Es rauschte und plätscherte noch eine Weile im Dickicht, dann wurde es still. Wo bin ich? So machte der Vater sich wohl oder übel auf, den Jungen zu suchen. Also wo ist er denn jetzt schon wieder? Hallo Papa, hier bin ich, such mich doch. Die beiden Wassermänner spielten so lange miteinander im Schlingpflanzendickicht verstecken, bis der Junge krebsrot im Gesicht war und kaum noch japsen konnte. Ach, ach komm, Bill. Jetzt wollen wir wieder aufhören, ja? Weil du dich sonst überanstrengst und weil uns Mama dann ausschimpft, wenn wir nach Hause kommen. Nur noch ein einziges Mal. Ach, also gut. Der kleine Wassermann wollte es diesmal dem Vater besonders schwer machen, ihn zu finden. Er wühlte sich deshalb so tief in die tausend Blattstängel und Wasserfedern hinein, wie er nur konnte. Aber auf einmal bemerkte er voller Entsetzen, dass er gefangen war. Die Schlingpflanzen ließen ihn nicht wieder los. Oh je, ich hab mich verheddert. Geh ab, du Alge. Aua, ich hänge hier fest. Ich komm nicht mehr los. Hilfe! Ja, zappel nur. Ich denke gar nicht daran, dir herauszuhelfen. Aber Papa... Ja, das müsste mir einfallen. Hilf dir gefällig selber heraus. Ich lass sie einfach stecken. Aber das meinte der Wassermannvater nicht ernst. Nie im Leben hätte er seinen kleinen Wassermann stecken lassen. Tja, mag er ruhig ein Weilchen strampeln, Herr Lauser. Das kann ihm nur gut tun. Er wird ein andermal wenigstens nicht mehr so vorwitzig sein. Und zuletzt, als er sah, dass der Junge es wirklich nicht selber schaffte, nahm er ihn kurzerhand beim Schlawittchen und ruckte ein paar Mal und schwuppdich, schon war ihm geholfen. Uff, bin ich müde. Der kleine Wassermann hatte sich rechtschaffen abgestrampelt. Er musste sich erst einmal hinsetzen. Er stützte den Kopf in die Hände und keuchte. Die Quaste der roten Zipfelmütze baumelte ihm ins Gesicht. Siehst du, was hast du davon, dass du nicht aufhören wolltest? Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Wie soll ich dich denn jetzt nach Hause bringen? Du kannst dich ja nicht einmal mehr auf den Beinen halten, viel weniger schwimmen. Lass mich nur. Ich muss nur ein bisschen verschnaufen. Dann geht es schon wieder. Aber der Wassermannvater glaubte nicht recht daran.
Wer weiß, wie beschwerlich der Heimweg für ihn und den Jungen geworden wäre, wenn... Zyprinus! Wenn ihnen das Glück nicht den Karpfen Zyprinus zu Hilfe geschickt hätte. Ahnungslos kam er dahergeschwommen, der Karpfen Zyprinus. Er war schon ein alter Herr, hatte Moos auf dem Rücken und liebte es, während des Schwimmens stillvergnügt vor sich hin zu blubbern. Jedes Mal, wenn er blubberte, stieg eine Luftblase aus seinem runden Karpfenmaul auf. Dann verdrehte Zyprinus die Augen und schaute ihr nach. Er bemerkte den Wassermann erst, als er fast mit der Nase an seine Schulter gestoßen wäre. Nanu, was ist denn mit euch los? Mir scheint, da kann jemand nicht weiter. Guten Tag, Karpfen Zyprinus. Zu müde zum Heimschwimmen. Wenn ich bloß wüsste, wie ich ihn wieder nach Hause bringe. Da bin ich wohl eben zur rechten Zeit dazugekommen. Ich werde den kleinen Wassermann auf den Rücken nehmen und heimtragen. Abgemacht? Oh ja, bitte. Ist das dein Ernst? Das wäre ja herrlich. Na, hör mal, du kennst mich doch. Wenn ich sage, ich werde den Jungen nach Hause tragen, dann tue ich's. Du wirst ja bestimmt nichts dagegen haben. Nein, ganz im Gegenteil. Tausend Dank, du tust mir damit einen Riesengefallen. Ach, schon gut, schon gut. Man hilft, wo man kann, das ist gar nicht der Rede wert. Sieh lieber zu, dass der Junge sich endlich zurechtsetzt. Da musste der kleine Wassermann aufsitzen. Und der große Wassermann zeigte ihm, wie er sich festhalten sollte. Ist das glitschig? Aber kratz mir nicht so viel Moos runter. Dann durfte er auf dem Rücken des Karpfens Zyprinus gemächlich nach Hause reiten. Gefällt es dir? Ja, sehr. Versprichst du mir, dass du mich wieder einmal mitnimmst? Jawohl, kleiner Wassermann. Das verspreche ich. Ich hab das gar nicht gern, dass der Junge ohne Aufsicht durch den Weiher zieht. Liebes, ein Wassermann-Kind muss sich bei Zeiten dran gewöhnen, dass man nicht immerzu hinter ihm her sein kann. Die Wassermannmutter sah es nicht gern, wenn der Vater den kleinen Wassermann ohne Aufsicht im Weiher herumsträuchen ließ. So ein Mühlenweiher ist ja nicht besonders groß. Aber als kleiner Wassermann kann man trotzdem eine ganze Menge darin erleben. Vor allem, wenn man so neugierig ist und die Nase in alle Winkel hineinstecken muss, unter jeden Stein und in jedes Schlammloch und überall sonst hin. Außerdem habe ich wirklich noch andere Dinge zu tun, als in einem Fort unseren Jungen spazieren zu führen. Dem kleinen Wassermann war das nur recht. Er streifte am allerliebsten auf eigene Faust durch den Weiher. Tagtäglich war er von früh bis spät unterwegs. Bald kannte er alle Fische und Schnecken und Muscheln mit Namen. Hallo Zyprinus, machen wir einen kleinen Ausritt? Ja, komm. Höher, höher. Ja, na. Wenn er dem Karpfen Zyprinus begegnete, durfte er immer auf seinem Rücken ein Stück durch das Wasser reiten. Aua, mein Moos! Mit den Elritzen spielte er Fangen. Die Frösche zupfte er an den langen Beinen. Manchmal haschte er sich zum Spaß ein paar Molche, tat sie in seine rote Zipfelmütze und ließ sie darin eine Weile zappeln. Jeden Tag nahm sich der kleine Wassermann einen anderen Winkel des Weihers vor und durchstöberte ihn, ob nicht irgendwo noch ein Tier oder sonst jemand hauste, den er bisher übersehen hatte. So kam er dann auch an die Höhle, in der er das Tier mit den vielen Augen entdeckte. Düster hier. Nanu? Ein Wurm? Ein Wurm mit Flossen? Kein Wurm. Es war ein Fisch. Ein Fisch, der auf beiden Seiten des Körpers in langer Reihe ein kreisrundes Auge hinter dem anderen trug. Was guckst du so? Weißt du nicht, dass ich das Neunauge bin?
Wie gefall ich dir? Mann, ist der hässlich. Ich fürchte mich. Also Neunauge heißt du? Ich weiß, du beneidest mich. Gib es nur ruhig zu. Dich beneiden? Warum denn beneiden? Nun, um die vielen Augen. Du hast ja nur zwei, wie ich sehe. Nur zwei Augen. Wie wenig. Ich bin mit den beiden zufrieden. Sie genügen mir völlig. Wir wollen es hoffen. Aber was ist denn? Du willst doch nicht etwa schon wieder davon schwimmen? Bleib doch hier. Nein, ich habe es eilig. Bloß weg hier. Schnell raus aus der Höhle. Ich würde dir gerne ein paar Augen abtreten. Bis auf zwei sind sie ohnehin blind. Was nützen mir blinde Augen? Ich möchte sie verschenken, hörst du? Verschenken möchte ich sie. Der kleine Wassermann gab keine Antwort. Er hielt sich beim Schwimmen die Ohren zu. Nichts wie nach Hause. Und nichts wie den Fisch mit den vielen Augen vergessen. Er sah ihn in seinen Gedanken noch immer vor sich und das ekelte ihn. Blöder Fisch. In dieser Nacht träumte er schlecht. Er träumte, dass der Fisch mit den vielen Augen zu ihm an sein Bett kam. Kleiner Wassermann! Er konnte nicht rufen und konnte kein Glied bewegen. Ich liebe meine Augen. Alle neune. Und weil er ganz steif war, so steif wie der Bettpfosten, musste er alles mit sich geschehen lassen, was ihm der Fisch mit den vielen Augen antat. Da hast du ein paar von den blinden Augen, die ich nicht brauchen kann. Hier ein Schinn, da ein Schinn, dort ein Schinn. Und er spürte, wie ihm der schreckliche Fisch seine kreisrunden, hässlichen Augen einsetzte. Eins auf die Stirn und eins auf jede Wange und eins auf das Kinn. Das nächste kommt auf die Nasenspitze, mein Freundchen. So, lass dich ansehen. Fein siehst du aus. Beinahe schon wie ein richtiges neuen Auge. Nein, nimm die Augen aus meinem Gesicht. Nimm sie weg, du. Ich kann mich jetzt wieder bewegen. Ich kann... Kleiner Wassermann. Ah! Aber Junge, was hast du denn? Du schreist ja so, dass der ganze Weiher wach wird. Hast du denn so etwas Schlimmes geträumt? Etwas Furchtbares. Etwas Schreckliches was. Ein Neunauge sollte ich werden. Ein Neunauge? Der Wassermannvater ließ sich die ganze Geschichte erzählen. Dann strich er dem kleinen Wassermann über das grüne Haar. Weißt du was? Ich denke, du solltest den Rest der Nacht mit in unserem Bett schlafen. Aber der Mama... Erzählen wir lieber nichts von dem Fisch mit den vielen Augen und dass du so schrecklich geträumt hast. Sonst sagt sie mir wieder, du seist eben doch noch zu klein, um allein durch den Weiher zu strolchen.